Moin Leute, herzlich willkommen zurück zu FIFA 13 Online Seasons und nach drei gewonnenen Spielen mussten wir eine herbe Niederlage einstecken und zwar gegen Newcastle United. Wir haben mit Leverkusen gespielt, die mir irgendwie nicht so lagen. Vielleicht lag es auch so ein bisschen daran, wie ich gespielt habe. Das war auf jeden Fall nicht überzeugend und ich habe mal wieder einen Vorschlag aus den Kommentaren genommen. Obwohl wir England schon mal hatten, werden wir die jetzt nochmal eine Runde spielen, die Three Lions. Und mich überrascht, dass das ist Ferdinand, also Rio Ferdinand, komplett aus der Nationalmannschaft gestrichen worden. Denn ich habe das Team aufgestellt und habe den nirgendwo da gefunden. Also das wundert mich, als wäre er wirklich zurückgetreten. Dass Terry nicht mehr dabei ist, das ist ja, glaube ich, klar. Beziehungsweise er war ja Kapitän und dann gab es da so einen großen Skandal. Aber nun gut, gucken wir doch, ob wir mit den Three Lions das Ganze hier hinbekommen. Aus dem Mutterland des Fußballs und wir spielen gegen Juventus. Das kann auf jeden Fall sehr interessant werden und jetzt hat unser Gegner das Spiel verlassen. Ja, das ist sehr, sehr schade. Dann müssen wir das Ganze jetzt nochmal machen, denn ich glaube, wenn man am Anfang das Spiel verlässt, dann hat das ja keinerlei Auswirkungen. Glaube ich zumindest. Aber nun gut, wir suchen uns den nächsten Gegner und hoffentlich ist es nicht wieder der gleiche. Aber ich denke nicht. Jetzt spielen wir nochmal eine Runde mit Welbeck. Der ja auch, glaube ich, ziemlich... Wow, der Ball ging aber in die Wolken. Ziemliche Fortschritte beim Man U macht. Und ist ja auch, glaube ich, erst 21 oder so. Ist jetzt wahrscheinlich kein Jahrhunderttalent, aber da wird sicherlich noch so einiges kommen. Jetzt gucken wir mal, gegen wen wir jetzt spielen. Italien? Nee, Brasilien. Wieso sage ich eigentlich immer zu Brasilien, Italien? Nun gut, eine, keine leichte Aufgabe, aber definitiv lösbar. Natürlich Spieler wie Neymar etc. da in ihren Reihen und vor allen Dingen, Hulk. Oh nein, das wird wieder gefährlich! Und das wäre beinahe in der zweiten Minute das 1:0 gewesen. Und jetzt Rooney, der ist doch eigentlich durch. Ah, das ist... zum Mäusemelken. Das war auf jeden Fall sehr, sehr schön gespielt. Aber dann fehlte die Schnelligkeit. Denn wenn Brasilien was hat, dann sind es schnelle Spieler. Auch vor allen Dingen in der Verteidigung mit Dani Alves, Thiago Silva. Und ich weiß gar nicht, wen sie da noch auf der einen Seite haben. Und da hinten, ah, jetzt ist er abgestoppt. Zu ihm wollte ich jetzt eigentlich gar nicht spielen, zu Welbeck. Sondern zu Cole. Der sich hier aber ziemlich offensiv gerade bewegt. Jetzt Rooney, komm schon! Ah, schade. Ich kann mich erinnern, dass wir, als wir das letzte Mal Man U gespielt haben, da haben wir mit Rooney auch gegen Neuer sogar ein richtig schönes Tor gemacht in der kurzen Ecke. Aber ich glaube, da waren wir noch so ein, zwei Meter weiter vorm Tor. Jetzt müssen wir hier wirklich aufpassen. Jetzt sprintet da, wie angekündigt, Dani Alves, der eigentliche Außenverteidiger, sehr, sehr weit vorne. Rooney kann sich da aber natürlich gegen Thiago Silva nicht durchsetzen. Oder was heißt natürlich, aber das sind beides Weltklasse-Spieler. Zumindest in FIFA ist Thiago Silva ja, ich glaube, mit einer der besten Verteidiger dadurch, dass er eben so schnell ist. So, jetzt Lampard. Der spielt jetzt mal schön auf Walcott. Und jetzt nimm doch mal schnell den Ball mit. Spiel weit. Nein, oh, das war die falsche Anspielstation. Der hätte es ihn einfach nur zu Rooney spielen müssen. Und dann hätten wir vielleicht hier schon 1:0 geführt. Kopfballduell. Lescott. Und da ist doch Rooney. Ah, jetzt vielleicht mal die Außen über Wilshere. Jetzt Welbeck. Oh, und dann verspringt ihm der Ball. Also das ist wirklich ärgerlich direkt vorm Tor. Und jetzt müssen wir selber in der Abwehr so ein bisschen aufpassen. Jetzt spielt er wieder diesen langen Ball. Aber wieder konnten wir den Ball... uns schnappen. Ah, da wären wir doch mit Walcott relativ gut durchgekommen. Jetzt vielleicht nochmal Lampard. Aber abseits. Das habe ich schon fast befürchtet. Ja, jetzt spielt er den Ball nach unten. Und wenn man hier vorne schon stören kann, dann ist das eigentlich immer ganz gut. Aber ist uns leider nicht geglückt. Jetzt Ronaldinho. Spielt er den Ball wieder rüber? Jawohl. Oh, das wird... Nein, das gibt's nicht. Komm schon. Jawohl. So, werft den Ball nach unten. Genau, da soll er hin.
versucht den Ball abzugrätschen. Wilshere. Frank Lampard am Ball. Das ist mal Gerard. Ah. Ich sag's ja immer, das Spiel. Solchen Pässen fasse ich mir immer ordentlich an den Kopf, dass ich die überhaupt spiele. So, jetzt rüber auf Wilshere. Und da läuft doch Rooney. Ah, und da geht der Ball wieder auf Welbeck. Also ich weiß nicht, was ich da immer falsch mache. So, jetzt nochmal Rooney. Nee, nicht ganz. Welbeck dafür nochmal. Ah, kann sich da aber gegen Marcello nicht durchsetzen. Und meine Kehle ist schon wieder ein wenig trocken. Bitte das zu entschuldigen. Jetzt müssen wir hier aufpassen. Neymar kommt hier nicht wirklich durch. Jawohl. Und jetzt... ja, mit solchen Pässen kann man natürlich keine Abwehr überlisten. Marcelo. Die verstehen sich blind. Nicht ein Tor kassieren. Vor allen Dingen die Außen sind extrem gefährlich bei Brasilien mit Hulk und Neymar. Natürlich Pato ebenso. Ronaldinho. Nee, der das geht. Oder das wäre zu einfach gewesen. Jetzt nochmal. Und ich weiß nicht, wieso ich solche Bälle spiele. Und ich merke gerade, wie meine Stimme mir so ein bisschen hier abhaut. Das gibt's ja nicht. Zusammenreißen, Stimmbänder. Was ist da los? Oh, jetzt wurden wir hier kalt erwischt. Aber Walker ist zur Stelle und spielt den Ball. Also, Heidewitzka. So, jetzt Kopfball. Jawohl. Allerdings ein bisschen zu kurz. Jetzt vielleicht mal der Konter. Sieht doch gut aus. Da sind jetzt auch ein paar Spieler von uns dabei. Spielen jetzt raus auf Wilshere. Und Gerard kommt da nicht an den Ball. Marcello kurz vor ihm. Kommen wir hier eher an den Ball. Jawohl, mit Walker. Dürfen jetzt tunlichst den Ball nicht verlieren, der dann fehlt da hinten. Und jetzt werde ich mal Joe Hart aus dem Tor rausholen. So, kommen wir hier noch zum Kopfball. Nee, dafür aber die anderen. Oh, schön von Walker. Und was ist da jetzt los? Oh, ein angebliches Foul. Nun gut. Der Ball sollte doch eigentlich zu Welbeck finden. Und wieder abgelaufen. Also sonderlich gute Aktionen hatten wir momentan noch nicht, was die Offensive angeht. Ja, und das war auch wieder ganz schlecht. Und da war ich sogar, glaube ich, noch am Ball. Genau. So, das muss doch jetzt mal irgendwie möglich sein. Hier mal eine schöne Kombination zu spielen. Rooney, wo läufst du denn da hin? So, jetzt vielleicht mal Lampard. Der hat doch einen ordentlichen Schuss. Aber aus der, mit der Rückenlage etc. wird das natürlich nichts. Ah, und dann, ich glaube, Theo Walcott war das. So, jetzt den Ball nicht vertändeln, wollte ich gerade sagen. Also das ist schon wieder hier ein kein Fest für die Zuschauer. Und abseits. Also es ist wirklich kein Fest für die Zuschauer. Sehr, sehr wenig Torraumszenen. Viel Geplänkel im Mittelfeld. Kein richtig schöner Ball mal. Und das erinnert mich so ein bisschen an das letzte Spiel. Aber nun gut. Jetzt darf unser ehrenwerter Gegner auch gerne mal hier auf Weiterklicken. Dankeschön. Und hier sieht man das. Also... es ist kein Fest der Torschüsse, geschweige denn ein Fest der Tore. Oder ein Torfestival, so sagt man das ja eher. Aber nun gut, vielleicht ändert sich das ja in Halbzeit 2. Er rennt jetzt hier sinnlos. Wow, was? Die Grätsche hat nicht gepasst? Oh nein, jetzt wird es hier ganz, ganz haarig und das muss... Nein, what? Wie konnte Neymar denn den Ball da verhauen? Unglaublich. So, Rooney, zeig mal dein Kopfballtalent. Ja, so viel dazu. Na okay, er ist jetzt ja auch nicht der Größte, aber ich glaube, er hat schon... ein gewisses Talent, was Kopfbälle angeht. Oh, und jetzt dieser Bauerntrick. Spielen ihn jetzt mal in die Mitte, was man ja eigentlich nicht machen soll. Niemals in die Mitte klären. Oh, und dann geht er da über den Ball drüber. Das gibt's ja nicht. Abpraller, jetzt raus damit! Rennt doch nicht alle vor dem Ball weg! Und wenn jetzt die Flanke noch gut kommt... So, jetzt nein, das gibt es doch nicht. Jetzt musste Hart da noch, Weltklasse hat er den Ball da gerade gehalten.
Heide Witzka, da läuft auf jeden Fall einiges schief. Jetzt nochmal Hart, hat den Ball wunderbar gefangen. Sofort zu Lampert. Und Welbeck darf da gerne mal starten. Gut, dann nehmen wir eben Wilshere. Dann dieser super langsame Ball. Walcott. Walcott! Schade. Und dann, ey, irgendwas läuft da nicht richtig. Meine Spieler werden immer nicht ausgewählt. Jetzt mal rüber auf Rooney! Nein, das gibt's nicht. Oh, und ich hatte auch die Möglichkeit, Cheesy in die Mitte zu spielen. Hätte ich das bloß mal gemacht. Schade, da kommen wir nicht durch gegen Thiago Silva. Oh, und jetzt müssen wir aufpassen. Ah, oh, kommen da wieder nicht an den Ball. Riskieren jetzt mal die Geräte. Nein, wo war das denn? Foul! What? Also das würde ich mir doch mal gerne ansehen. Ah, okay. Ja, ja, ja. Ich dachte, er hätte da zumindest mal den Ball so ein bisschen gespielt. So, stellen da lieber nochmal jemanden in die Mauer. Machen aber hier vorne auch noch zu. Ne, ich bleib einfach hier. Lass ihn noch mit Ronaldinho zielen. Abgefälscht und das war's. Muss ich mal sehen. Ich werde den Ball einfach mal nach vorne knüppeln. Und hoffen, dass Rooney... Ne, viel anfangen kann er damit auch nicht. Und wirklich aufgerückt. Ist auch niemand. Ronaldinho. Marcelo. Und Achtung. Na, komm schon. Ah. Ich muss sagen, dass ich bin hier ein bisschen unterlegen, vor allen Dingen in den Offensivaktionen. Jetzt vielleicht mal die Chance. Jetzt rüber. Ah, und dann kommt der Ball nicht durch. Oh, jetzt wird es hier ganz gefährlich. Jetzt nochmal Hulk. Nee, das ist nichts. Und leider ist Hart so ein super schlechter Werfer. Das sieht man jetzt auch hier gerade. Und hier wird es gerade super haarig. Oh. Oh, jetzt aufpassen. Lescott. Ey, das kann doch nicht sein, dass er da das Duell verliert. Oh, und jetzt pfeift er natürlich wieder. Jo, wenn das mal nicht eine freaking awesome Situation ist. Wow. Glück gehabt. Holla die Waldfee. So, Hart, sage ich da gerade. Hart hat den Ball. Und jetzt mit Walcott. Kriegt die Unterstützung, die er in dieser Situation braucht. So, und jetzt rüber zu Rooney. Ah, da kriegen wir es nicht ganz hin, ihn zu überspielen. Und wieder mal eine Offensivbemühung vollkommen umsonst. So, bring den Ball zurück zu... Und wir befinden uns schon in der 71. Minute, also es sieht auf jeden Fall nicht gut aus. Und spiel den Ball nach oben! Heide Witzka. Es ist ja hier zum Verrücktwerden. Also es nervt mich persönlich auch gerade super. So. Einfach den Ball. Oh Mann, ich bin so schlecht. Das ist eigentlich nicht mal mehr lustig. Ich komme hier keinen Zentimeter nach vorne, während er mich teilweise hier ziemlich überrollt. So, jetzt mal rüber auf Welbeck. Und das könnte doch jetzt mal die Chance sein. Das ist doch ein Foul. What the heck? Das kann mir doch keiner erzählen. Das war eine astreine Attacke von hinten. Und... Und dann spielt er den Ball im richtigen Moment. Aber da ist Cahill. Und nimm doch bitte mal den Ball richtig an. Danke. Jetzt 79. Minute. Vielleicht jetzt mal der Angriff. Und jetzt ist doch da Wilshere. Komm schon, hab einen guten Schuss. Jawohl! 71. Minute. Verdient ist auf jeden Fall was anderes, aber momentan interessiert mich das mal überhaupt nicht. So, und unser Kollege drückt jetzt hier auf Pause, wird wahrscheinlich nochmal auswechseln. Lass uns einfach mal eine Runde überraschen, was er jetzt tut. Aber ich gehe mal davon aus, Brasilien hat ja auf jeden Fall noch Hochkaräter auf der Bank sitzen. Obwohl im Sturm wüsste ich jetzt persönlich gar nicht, was man da noch so hat.
Spontan fällt mir da, ich weiß nicht mehr mal, ob Robinho überhaupt noch in der Nationalmannschaft ist. Aber wen hat Brasilien denn noch an offensiven Talenten, abgesehen von Neymar? Nun gut, jetzt heißt es, circa 10 Minuten lang noch den Angriffen standzuhalten. Jetzt nochmal Rooney mit der Chance, aber wird zu weit abgedrängt. So mal zurück auf Gerrard. Jetzt nochmal Welbeck. Ah, oh, wieder geblockt. Und das sind immer ganz, ganz gefährliche Grätschen. Und jetzt die Chance zu einem wichtigen Konter. Oh, und jetzt zieht er da ordentlich an uns vorbei. Müssen jetzt auf. Oh, und ich falle wieder auf diesen gleichen Bauerntrick rein. Hau den Ball weg. Nein! Wow, zweimal wirklich viel Glück gehabt. Jetzt nochmal rüber wieder auf den Torschützen Wilshere. Und auf der. Ah, ich meinte eigentlich komplett anderen Seite. Da unten war, glaube ich, noch Theo Walcott. So, Joe Cole gegen Ronaldinho. Ich wollte schon gerade sagen, das Kopfballduell sollte er doch eigentlich nicht verlieren. Jetzt nochmal Rooney. Einmal weiter auf Welbeck! Und das 2:0 in der 89. Minute. Und das war doch der K.O. für Brasilien. Hier nochmal wunderbar weitergeleitet und völlig eiskalt von Welbeck. Und damit werden wir uns auf jeden Fall hier drei weitere Punkte auf die Tafel schreiben können. Denn ich hoffe einfach mal nicht, dass ich jetzt hier noch in irgendeiner Weise zwei Tore kassiere. Knuppeln wir den Ball einfach mal komplett nach vorne. Vielleicht finden wir da ja Rooney. Und jetzt heißt es trotzdem noch konzentriert die letzten paar Minuten zu Ende bringen. Oh nein, und dann totaler Blackout von mir. Oh, und da können wir uns den Ball tatsächlich noch halten. Spielen nochmal hier in die Mitte. Wieder zurück auf Gerrard. Runter auf Walcott. Und dann können wir unseren Sieg nicht unbedingt feiern, denn was souverän ist auf jeden Fall was anderes. Und wieder mal möchte unser Gegner nicht weitermachen. Kann man auch verstehen. War wahrscheinlich ziemlich ärgerlich, dass er da seine Chancen nicht genutzt hat. Aber so ist es ausnahmsweise mal andersrum. Ich wünsche euch allen auf jeden Fall noch einen angenehmen Tag. Haut rein und bis zum nächsten Mal bei FIFA 3.